Hallöchen, ihr Banausen da draußen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Resonant Reis. So, wir sind wieder da. Wir bauen hier, ich baue jetzt hier das Ding zu Ende oder weiter. Unsere Turbine und unseren Heat Exchanger. Wir brauchen natürlich gleich noch was anderes dafür. Unsere Capacitor sind auffällig, das heißt, wir bauen uns die Teile jetzt unten erstmal auf. Wir brauchen dafür natürlich noch einen Lava-Fabricator, vielleicht sogar zwei, mal gucken. Und ich merke gerade, obwohl, das kann ich auch hier machen. Wir bauen uns mal noch einen Tesseract, lassen wir uns bauen. Für Strom gleich. So. Schön in unseren neuen Raum hier. So, dann fangen wir hier mal an. Wir fangen hier mit dem Heat Exchanger an. Dann kommt da ein Teil schon mal hin und hier. Und da ist ein Loch. Ganz schön frech, aber ist nicht so schlimm. Hier steht sowieso was drauf. So. Da kommt der Heat Exchanger hin. Natürlich. Der ja auch ein bisschen größer ist. Mit seinen 50 Blöcken. So, Problem ist, wir brauchen jetzt ein Intake, ein Outtake. Ich bin am überlegen, wo wir die Lava-Fabricator hinbauen. Ich würde sagen, wir bauen die hier an der Seite. Einfach. Dann müsste das eigentlich passen. So. So. Ich sehe gerade, das passt, das ist viel zu groß. Muss ich sagen. Das ist viel zu groß. Wir sind fertig mit dem Ding. Okay, wir sind viel zu groß. Alles klar. Das heißt, wir können eigentlich hier auf jeden Fall rüber. Mindestens sogar. So. Dann kommt ja noch der Output wieder hin. Aber wie gesagt, wir sind immer noch viel zu groß. Alter. Könnte doch einen rüber. Alles klar. Doch kleiner, doch viel kleiner als gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, der ist auch so groß. Weil der auch 50 Dinger braucht. Aber der ist echt nicht so groß. Das Teil. Aber gut. Man lässt sich hier immer eines Besseren belehren, ne? Ist ja so. Also ja, der passt immer noch nicht ganz. ja, toll. Baue mich mal ein. Von uns zu. Sonst haben wir hier nur drei. Dann haben wir halt innen einen Platz. Was soll's? Dann ist das so. Dann ist das so. Dann haben wir doch noch einen Platz. Zack. Heat Exchanger fertig. Da brauchen wir natürlich. Ach, wir brauchen zwei Fluid Intakes. Wir haben gerade so einen. Scheiße. Ha. Wir brauchen nur noch Wasser. Stimmt. Wir brauchen ja noch Wasser da drin. Einmal Lava, einmal Wasser. Gut, das haben wir auf jeden Fall schon mal. Dann brauchen wir gleich halt noch Dingenskirchen. Ne, warte mal, ich wollte das ja dann rüberziehen. Warte. Probieren wir es erstmal mit 5.
Gucken, ob das funktioniert. Auf jeden. Warum habe ich die anderen denn so groß gebaut? Brauche ich denn noch nie die Exchanger? Achso, ich weiß warum. So. Brauche ich die anderen denn so groß gehabt, ey? Brauche ich gar nicht. Bei weitem nicht. So, hier muss auf jeden Fall der Input rein. Wer ist der Output? Scheiße. Aha, Output brauche ich eigentlich gar nicht. Was habe ich denn gemacht? Da kommt der Input auf jeden Fall rein. Ich muss jetzt ehrlich sagen, der ist zu groß, der Teil. Ist ja der Shit. Wie brauche ich noch? Zwei. Ja, dann wird hier ein Loch. Was soll's? Dann ist doch ein Loch. Auch schön. So, weil da kommt jetzt noch ein Fluid Intake und das war's. Aber da können wir ja wohl. Ach, wir bauen jetzt einen und dann ist gut. Intake. Ein. Zwei brauchen wir noch. Start. Mach. Tu es. So, hier brauchen wir einen. Da. Und dann. Na ne, der habe ich ja schon einen hingebaut, ne? Da wo das Wasser rein. Ja. Hatte ich. Okay. Dann war es das jetzt. Dann haben wir Steam Turbine jetzt auch fertig. 50 Stück, 25.000 RF pro Tick kann die bauen. Alles klar. Passt doch. Theoretisch, ich glaube, ich baue hier auch zu. Dazwischen. Also hier. Müssen wir mal gucken gleich. Wir brauchen jetzt Lava Fabricator. Ich würde sagen so 2, 3, 4 oder so. Und dann brauchen wir noch Wasser, also Infinite Water Source. Tesseract, den haben wir schon in Produktion gegeben. Wir brauchen noch kurz Buckets. Wieder, wir brauchen Wasser. Und dann müssen wir uns mal wieder eine Infinite Water Source bauen. So, zweimal Wasser. So. Da brauchen wir ein bisschen Eisen. Relativ einfach. Das ist so billig, das Rezept eigentlich für so einen Block. Das ist der Hammer. So. So, danke. Haben wir. Jetzt brauchen wir, wie gesagt, brauchen wir jetzt zwei. Hallo? Hallo? Spiel? Was ist los? Okay, ich wollte gerade sagen, wir haben keinen Strom mehr oder was. Das wäre jetzt ein Ding gewesen. Leck gerade kurz. Hat gerade kurz geleckt. Lava Fabricator brauchen wir jetzt. Ich würde sagen so 4. Wir brauchen jetzt 4. Drauf geschissen. Das heißt, wir brauchen 8 Magma Cream. Und dann brauchen wir noch davon ein paar. Und dann brauchen wir noch ein paar Frames. Was jetzt aber auch kein Problem ist. 4 bitte. Na. Davon 4. So, und dann davon 4. So, haben wir schon. Sehr gut. Da brauchen wir natürlich die Kryo-Dinger. Kryo. Wovon wir nur 6 haben, toll. Und Quark dann bitte noch 20 Stück. Wir brauchen den Tesseract. Den Tesseract. Conduits müssten, haben wir die unten oder haben wir die reingepackt? Ich glaube, wir haben die unten, alles klar. Conduits brauchen wir noch. Das war's eigentlich. Viel mehr brauchen wir gar nicht. Strom. Für die Lava Fabricator. Wir brauchen noch was. Weil der Obsidian rauskommt, ne? Wie machen wir das denn? Muss ich gleich mal überlegen. Aber wir kriegen da Obsidian raus aus dem Ding. So, und ich habe gesagt, wir packen hier einen Tesseract hin.
So, lass mal überlegen. Ich packe hier die Lava Fabricator hin. So. So. Dann packen wir hier den Tesseract hin. Energieausgang. Genau, der Received. Dann packen wir hier drunter den Strom, wo ich gerade hier den Glowstone abgerissen habe. Aber das kriegen wir gleich trotzdem hin. So. Der sollte eigentlich, wollte ich gerade sagen, eigentlich sollten alle funktionieren. Läuft. Dann brauchen wir natürlich das da. Der soll natürlich inserten. Extract. Extract. Und ich sehe gerade, ich habe Scheiße gebaut. Ich sollte den woanders hinbauen hier. Den hier. Weil das sonst kacke ist. Weil ich sonst hier keine Mauer hinbauen kann, ne? Wenn ich möchte. Jetzt habe ich den Glowstone natürlich wieder abgerissen. Natürlich auch wieder sehr geil ist. Den wir dann einfach wieder hier hinsetzen. Warum nicht? Dann setzen wir den Lava Fabricator hier hin. So. Und den machen wir auf Extract und fertig. Und dann sollte das Ding eigentlich schon voll mit Lava sein. Natürlich ist es voll mit Lava. So, aber ich könnte jetzt theoretisch hier aber auch eine Wand hinziehen. Und ohne Probleme. Dann hier Dingenskirchen machen. So. Du gehst erstmal auf Extract. Du gehst natürlich auf Insert. Und fertig ist die Kiste. Und jetzt kommt Wasser, jetzt kommt Steam. Steam? Ja, Problem ist natürlich, ich weiß nicht, natürlich jetzt nicht, Obsidian wird jetzt produziert, das ist natürlich der Doofe. Obsidian, muss ich dann gucken, wie ich das hier rauskriege am besten. Das weiß ich gar nicht. Ach, Item Output ist das, glaube ich. Oder? Ist das nicht Item Output? Na ja, toll, aber kann ich jetzt wieder so nicht bauen, weil, ne? Ja, genau, da ist doch Heat Exchanger, da ist nämlich. So, jetzt hauen wir den Steam mal darüber. Der ist auf Insert. Und der wird auf Extract. Der produziert gerade F. 800. Der produziert gerade 1600 F pro Tick. Ist jetzt natürlich nicht viel, weil der Steam natürlich jetzt nicht hinterherkommt. Das Steam. Weil wir zu wenig Wasser haben. Okay, das heißt, wir müssten mehr Wasser reinpumpen. Ich würde sagen, wir bauen noch hinten vielleicht ein paar Teile dran. Hinten dran, dann bauen wir noch zwei oder drei von diesen Infinite Water Sources, würde ich sagen. Und dann 1, 2, 6 Stück, also 3 Stück bauen wir noch. Jetzt habe ich 7 gebaut, toll. Bauen wir noch 3. Und dann bauen wir noch 3 Eingänge für Wasser. Können wir ja machen, ist ja nicht das Problem. Und dann gucken wir mal. Weil Wasser, man muss natürlich gucken, dass man eine sehr hohe Menge Steam produziert dafür. Das wird immer noch nicht reichen, das weiß ich jetzt schon. Hundertprozentig nicht. Denn 25.000 F zu produzieren, da braucht man schon ein bisschen Steam für. Ist nicht mal eben so gemacht. So. Wir brauchen noch ein paar Intakes und wir brauchen auf jeden Fall noch... 2 brauchen wir tatsächlich nur noch, weil unten ist nur einer. Wir brauchen aber auch noch den Item Output. Output. Den da. Da brauchen wir noch ein paar Frames. So. So. Das war's. Jetzt brauchen wir noch die Intake-Dinger. So, haben wir. So, jetzt gucken wir mal. Ich sage, das wird nicht reichen. 3 Stück, also 4 Wasseranschlüsse wird nicht reichen, glaube ich nicht.
Das sind ein paar mehr, die man braucht. Aber gut, ist ja wohl egal. Das ist ja nur, um das zu zeigen. Ist ja jetzt nicht so, dass wir hier unbedingt Strom produzieren müssten. Wie Sau. Wäre auch ein Ding, wenn das so sein würde. Aber ich würde sagen, hier bauen wir einen hin. Dann bauen wir hier. Hier noch einen hin. So. Dann hätten wir zwei. Reicht aber noch nicht. Das heißt, wir müssten... Erstmal muss ich hier rein. Wenn es geht. Oder macht so, mir doch egal. Hallo. Danke. Machen wir so. Drauf geschissen. Du könntest bitte, danke, auch da rein. Das könnte aber auch sein, dass das nicht funktioniert so. Doch, ich weiß, wie das funktioniert. Kann die da abmachen. Genau, machen wir so. So geht's. Hallo? Insert. 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 Extract without. Extract without Signal. Und Extract without Signal. So. Die Frage ist natürlich, wie viel Wasser ist es jetzt? Wahrscheinlich nicht genug. Doch. Wir produzieren gerade 800 Millibuckets pro Tick. Ist nicht viel. Wir produzieren gerade aber durchgehend 1611 pro Tick. Steam ist natürlich, ja, schwierig. Sagen wir es mal so. So, wir müssen den Item-Output, genau, Obsidian müsste mich gleich rausgepumpt werden hier. Da brauchen wir Item-Conduits für. So. Immer noch 800 Millibuckets. Ja. 800 maximal. Das heißt, wir müssten theoretisch... man braucht auf jeden Fall mehr die Exchanger, um eine Steam-Turbine auf volle Leistung hochzuziehen. Könnt ihr euch ausrechnen. Man braucht 800 Millibuckets für 1600. Also man kriegt immer zwei... Aus einem Millibuckets kriegt man zwei raus. Das heißt, man müsste ungefähr 10.000... 12.500 Millibuckets per Tick produzieren, um 25.011 zu produzieren. Das ist ein bisschen viel. Also man braucht davon, ich glaube, 3-4 Teile braucht man davon auf jeden Fall. Gehe ich mal stark von aus. Aber wie gesagt, ich wollte euch das eigentlich nur mal zeigen, die Dinger, um euch mal zu demonstrieren, dass es auch andere Sachen gibt, die möglich sind. Ein paar andere Mods. Wie hier zum Beispiel Advanced Generators. Ist so. So, und hier kommt jetzt Obsidian rein. Was da auch produziert wird. Kann natürlich auch sein. Warte mal. Was transportieren die? 800, ja. Das heißt, wir müssten eigentlich mehr Outputs machen und mehr Inputs da. Das kann nämlich auch sein. Wir produzieren nämlich... Warte mal, das können wir mal ausprobieren. Warte mal. Wir haben einen Output, haben wir ja noch. So, dann würde ich jetzt hier zum Beispiel einen Output hinmachen. Wir bauen mal kurz einen Intake noch. Intake. Ich will nämlich mal kurz mal ausprobieren. Ob das wirklich so ist. Warte mal. Jetzt müssen wir natürlich hier den ganzen Scheiß abmachen. Du bist ab, du bist ab. So, dann bitte hier Insert und hier Output. Aha, genau, wir müssen mal Outputs machen. Jetzt brauchen wir schon 3211 pro Tick. Und Wasser reicht immer noch. Das heißt, wir müssten theoretisch viel mehr Outputs machen. Ich habe eine Idee. Warte mal. Wir bauen noch zwei. Intake.
2 und 2 Outputs noch. Out, genau die. 2 Stück. Bitte mal noch. So. Ist mal ob. Da hämmern wir nämlich nur jetzt nicht ran. So, und ihr? Da dran. Hallo? Ah, ich wollte gerade sagen, wo sind die Turbinen denn, ey? Und die Schwache hier. So, dann kommt hier nämlich die Intakes dran. Hier kommen die Outputs dran. Jetzt muss ich natürlich das Teil wieder haben. Das bitte ab. Das bitte ab. So. Kommt hier natürlich Insert. Hier Insert. Da kommt Extract Without Signal. Und da kommt Extract Without Signal. Und jetzt machen wir schon 2400 Millibuckets. Und 4811. Und Wasser reicht nicht mehr. Okay. Aber 2400. Ich glaube, das hält er sogar. Tatsächlich. Ja, okay. Also mit 4 Water Sources kommt man so bei 4800 RF momentan raus. Und Lava, die Lava Extractor, die Lava Fabricator schaffen das auch. Die 4 Stück, natürlich schaffen die 4 Stück das. 17 Millibuckets per Tick machen wir, benutzen wir gerade an Lava. Ja, gut. Aber, wie gesagt, Steam Turbine und die Gasturbine funktionieren. Ne, Syngas, habt ihr gesehen, wie man das produziert? Am besten mit Holz oder mit Kohle. Kohle ist natürlich dann auch so ein Ding. Die muss man natürlich erstmal haben. Genug. Ist ja klar. Und ich würde fast sagen, wir bauen hier einfach das Teil genüsslich zu. Und dann ist gut. Und Fans brauchen wir, glaube ich, nicht da reinbauen. Warum? Auch. Warum auch? Genau. Finde ich auch. Hier kommt dann die Teile noch hin. Obwohl das eigentlich auch total beschissen aussieht, aber gut. Ist dann halt so hier. So, hier würde ich das dann vielleicht so machen. So, und dann. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Chisel? Da ist mein Chisel. Chisel, mein Nissel. So, haben die Lampen sich richtig gelohnt, aber es ist kackegal. Obwohl das da oben sieht scheiße aus. Dass da jetzt. Obwohl jetzt, ja, jetzt hängen die Lampen natürlich direkt dran. Naja, egal, was soll's, dann ist halt so. Dann ist das jetzt so, was soll das? So, dann holen wir hier noch Glowstone rein, so, fertig. So. Ich würde sagen, das haben wir, das ist eigentlich jetzt noch gut gewesen, jetzt haben wir noch ein paar Folgen die Advanced Generators angeguckt. Ich hoffe, euch hat das wieder gefallen, dass ich die auch mal gemacht habe. Ist mir dann so in den Sinn gekommen, warum nicht? Ich wollte mal kurz was gucken. Das höchste ist 5000 RPM, also Umdrehung pro Minute. Wir sind gerade bei 960. Ist natürlich nicht auf Volllast, klar, steht auch da. Wir sind ja gerade mal bei einem Fünftel von dem, was möglich ist mit der Turbine. Aber gut, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das gefallen, dass ich das auch mal gemacht habe, dass ich jetzt mal auch mal einen Mod auch wieder gezeigt habe, der nicht so benutzt wird im Prinzip. Advanced Generators ist halt auch ein teurer Mod, sehr viel Eisen. Und man muss halt eine gute Lavaquelle und eine Wasserquelle haben. Dann geht's eigentlich, um den hier
die Steam Turbine zu benutzen. Ja, aber wie gesagt, ich wollte das auch mal zeigen. Jetzt habt ihr das gesehen. Beide Arten von Stromerzeugung, einmal die mit dem Syngas oder überhaupt mit Gas, mit der Gasturbine und einmal mit dem Heat Exchanger und der Steam Turbine. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Minecraft Resonant Rise. Tschüssingen.